Da gestern Abend hinter meinem PC ein Kabel angefangen hat zu brennen. Fragt einfach nicht. Nehmen wir das heutige Video auf jeden Fall in meiner Küche auf. Wo noch nie gekocht wurde. Ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, aber ich finde in vielen Fällen die Kommentare unter einem TikTok deutlich witziger als das TikTok selbst. Zum Beispiel hier. Da ist ein Fußballer, der ein überkrankes Tor schießt. Und die Kommentare... Roberto Kalorien. Miroslav Extra Soße. Lionel Fressi. Leroy Schlagsahne. Sadio Menü. Cristiano Lieferant. Erik Schukomoting. Ibrahimo-Chips. Schwerling Haaland. Diego Maradona. Franz Beckenburger. Marc-André Schwerstegen. Menü Neuer. Hey, Bro. Ey, es tut mir so leid. Bei diesem nächsten TikTok zeigt jemand seinen Finger, pausiert das Video und der Finger sieht einfach brutal krumm aus. Er stellt Finger statt Bein. Er kann von seinem Bett Licht ausschalten. Wie kommt man auf so einen Scheiß? Er zeigt dir den ganzen Weg mit einem Finger. Das nächste TikTok ist von Gerolsteiner, also der Wassermarke. Und die haben selber ein TikTok hochgeladen, in dem sie meinen, ey, warum werden wir eigentlich immer gehatet? Gerolsteiner schmeckt, als hätte man Sens damit gewaschen. Es ist so wahr. Wenn Gerolsteiner eine Person wäre, wäre es Mark Forster. Ey, ich würde im Sommer lieber verdursten, als Gerolsteiner-Medium zu trinken. Bro, das ist so gottlos. Gerolsteiner schmeckt halt wie der letzte Schluck aus einer Flasche Wasser, die seit einer Woche offen ist. Also ich meine, ja, es ist true. Gerolsteiner schmeckt extrem beschissen, aber es liegt halt einfach daran, weil es die besten Werte hat, was Elektrolyte und so angeht. Also Calcium, Magnesium und so. Und je mehr ein Wasser an diesen Werten hat, also je besser eigentlich ein Wasser für den Körper ist, desto salziger schmeckt es eben. Wer gefragt hat. Wusste nicht, dass Wasser unterschiedlich schmeckt. Nach Gerolsteiner wusste ich, wie schlecht das Wasser schmeckt. Gerolsteiner ist das Oettinger unter dem... Wasser. Oettinger ist auch bodenlos, genauso wie dieses 5,0er. Da schmeckt Wasser aus einer Schlammpfütze besser als... Alles klar. Gerolsteiner größte Red Flag. Schmeckt halt bissle wie das Wasser unten in dem Klobürstenhalter drin. Bro, woher weißt du das? Toilettenwasser mit Sprudel. Langsam ist auch ein bisschen krank hier, Cybermobbing, ne? Bei diesem nächsten TikTok vergleicht eine Person ihr Race Walking mit 13 und mit 15, ja. Ich beim 800-Meter-Lauf, wenn meine Lehrerin sagt, ich soll laufen. Ja, true. Ich auf dem Weg zum Klo, wenn ich gottlos kacken muss. Damals, als Laufen noch nicht erfunden war. Ich, wenn jemand die Tür aufhält. Yo, man will nie sprinten oder laufen, weil das sieht immer affig aus. Aber man will auch ein bisschen schneller gehen, um der Person zu zeigen, ey, danke, dass du aufhältst. Im Schwimmbad, wenn man nicht rennen darf. Oh mein Gott, stimmt. Schwimmbadgesetz, wenn man rennt, fliegt man aufs Maul. Aber wenn man das gleiche Tempo geht... kann man auch aufs Maul fliegen. Statt 2023 jede Woche dreimal ins Training zu gehen, werde stattdessen zu einer Person, die dreimal die Woche ins Training geht. Das ist einfach genau das Gleiche. Und in den Kommentaren stehen Sachen wie: Ich gehe die Woche Gym mal ins Tag. Ich gehe 3 Wochen am Tag ins Gym. Ich komme 3 Mal die Woche im Gym. Ich gehe 3 Wochen in einem Tag ins Training. Ich gehe 3 Jahre an einem Tag ins Gym. Ich gehe 3 Mal am Tag die Woche. Ich gymme 3 Wochen die Tag. Ey, mein Humor ist so am... Wer nervt jetzt? Bei diesem TikTok möchte ein Typ sich an ein Mädel ranmachen und ihre Freundin greift ein und beschützt ihre Freundin vor dem Typen. Und schickt ihn halt weg. Und die Kommentare sind wieder so gottlos. Inferno Tower Level 14 schreibt, ich bin da, Leute. 8 Elixier. Hagrid always there for Harry.
Ich sehe gerade, in der Suche oben steht Fridge Protects Snack. Aber ich verstehe den generellen Sinn dahinter auch nicht. Lass doch deine Frau sich anquatschen. Der Typ wollte doch nichts Böses. Der hat die doch jetzt nicht belästigt. Auch dieses neue Lied von Shirin David, was sie jetzt rausgebracht hat. Ey, seitdem, ich denke mir einfach nur so, darf ich als Mann jetzt überhaupt noch irgendwie meinen Mund aufmachen? Shirin, darf ich noch vor die Tür gehen, oder? In diesem TikTok hier zeigt ein Typ seine Dance-Skills zu einem Bruno Mars-Song. Ey, und die Kommentare hier, ne? 50%. 5 von 5. Mach mal halblang. Der macht nur halbe Sachen. Jeder fängt mal klein an. Roblox. Bro drives a Hot Wheel. That's not a TV in the background, it's a tablet. Ey. Also er selber nimmt das auch mit Humor. So, das finde ich dann immer ganz schön, wenn Leute sich durch sowas nicht irgendwie, weiß nicht, fertig machen lassen, sondern das mit Humor nehmen. Aber, boah, TikTok-Kommentare können echt bodenlos sein. Allerdings machen wir weiter mit diesem nächsten TikTok. Und zwar schreibt er dahin, Bro, why does the temperature change every day? It's literally the exact same sun. Also quasi auf Deutsch übersetzt, warum haben wir jeden Tag eine andere Temperatur, wenn es doch immer die gleiche Sonne ist, die uns anscheint. Und in den Kommentaren steht einfach, Albert Dreibein. Albert Keinstein. Albert Biowein. Albert Ziegelstein, Albert Nein, Nein, Nein und Harvard called, it was a prank. Bei diesem TikTok hier filmt jemand seinen Spielteppich und macht halt eine Transition, also einen Übergang, und der ist halt extrem schlecht, also wirklich sehr bodenlos. Ich habe wenig erwartet und wurde enttäuscht. Bleib nicht am Ball. Hautgänse. Lass dir von Hatern was sagen. Der Wille zählt nicht. Schwach angefangen und stark nachgelassen. Fehler machen dich schwächer. Hidden Talent, keep it hidden. Immer aufgeben. Hör nicht auf die Supporter. Lass dich bitte unterkriegen. Zeig den Hatern, dass sie richtig liegen. Ich glaube, wenn man dünnes Fell hat, sind TikTok-Kommentare echt eine kranke Mobbing-Grundlage. Kommen wir nun allerdings auch schon zum letzten TikTok für heute. Und zwar diesem hier. Er filmt sich und schreibt dazu, ein weiterer Tag, an dem Frauen für Tampons und Binden Geld bezahlen müssen. Ich bin 1,86. Kein Plan, warum er das dahinter noch geschrieben hat, weil es absolut nichts mit der Aussage davor zu tun hat. Aber die Leute haben es genauso gemacht in den Kommentaren. Hayat Bro, bin 1,40 mal 2 Meter, Kallax Regal. Endlich spricht es jemand an. Speisequark im Aldi, schon 1,49 Euro pro 250 Gramm. Ja, voila, mein Therapeut braucht mittlerweile auch einen Therapeuten. Verstehe sowas einfach nicht. Ich besitze 4 Immobilien in München. Wichtig, dass jemand das anspricht. Bin 3,99 Meter. Ja, mies unfair. Schuhgröße 41. Ich finde das unmöglich. Habe 50 Millionen Power bei Rise of Kingdom. Der Bruder spricht Fakten. 4,30 Meter mit AMG. Sprachlos. Ich bin dreibeinig. So eine inakzeptable Situation. Bin 4x4 Meter. Und damit, meine lieben Freunde, würde ich auch sagen,